Der KFC Uerdingen hat rund 2,5 Wochen vor dem Start in der Regionalliga West die entscheidende Phase in der Saisonvorbereitung eingeläutet. Dabei stehen auch wieder eine Reihe von Testspielen auf dem Programm. Unter anderem die Partie gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. WZTV war bei dem Spiel live vor Ort und hat KFC-Trainer Erik van der Lühr nach dem aktuellen Leistungsstand seiner Mannschaft befragt. Ja, bis zum ersten Tor sah das mehr wie vernünftig aus. Hast aber auch gemerkt, dass die Mannschaft, die gespielt hat, ein bisschen an sich gewöhnen müsste. Aber von der anderen Seite war das doch ganz normal. Ich habe auch nicht anders erwartet. Und ich habe auch in der Halbzeit gesagt, reden kann man immer miteinander. Ja, vielleicht ist da eine Lösung drin. Ja, gut, dann kommst du aus der Kabine und dann sieht die zweite Halbzeit ganz anders aus. Du hast jetzt gegen Venlo und gegen Osnabrück zwei unterschiedliche Startformationen auf den Platz geschickt. Ist es so, dass der Konkurrenzkampf vollkommen im Gange ist bei euch? Ja, das hoffe ich. Ja, weil wenn am Moment Leute denken, dass sie zweite Reihe sind oder Stammplatz haben, dann habe ich ein Problem. Weil irgendwo trifft dann etwas ein, was ich nicht haben will. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Art und Weise, wie gewisse Spieler, ja, weil nicht alle, aufgetreten sind. Da habe ich bei den einen oder anderen Gefühl, dass er sich zufrieden gibt, dass er einen Vertrag hat und froh ist, dass er bei dieser netten Mannschaft auflaufen kann. Ihr fahrt nächste Woche vom 15. bis zum 19. Juli ins Trainingslager nach Bad Pyrmont. An welchen Kleinigkeiten musst du mit deiner Mannschaft noch arbeiten? Ist Verschiedenes. Ne? Das sind Spieler, die müssen jetzt von 60, 65 Minuten Richtung 90 Minuten in die kommenden 2,5 Wochen. Das kriegen wir auch hin. Jeder hat so sein Ding und ich gehe davon aus, dass wir da in die kommenden 2,5 Wochen mehr wie genügend Zeit für kriegen, um das abzustimmen. Für Asimio Touré gab es viele Gründe, beim KFC Uerdingen einen 2-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Ja, einmal, weil ich einmal ein bisschen wieder näher zu Hause rein wollte. Und das andere, ja, auch allein wenn man sieht, also, was an Zuschauern hier ist, ist schon bemerkenswert. Selbst in der dritten Liga, wo ich letzte Saison gespielt habe, hatten teilweise nicht so viele gehabt. Und ja, und halt die Truppe ist halt einfach super, ne, muss ich sagen. Welche persönlichen Ziele hast du dir gesetzt für die anstehende Spielzeit? Für mich, ja, in erster Linie erstmal gesund bleiben und ja, so viele gute Spiele für den KFC machen, wie es geht. Was glaubst du, ist diese Saison für den KFC Uerdingen in der Regionalliga West möglich? Ja, in erster Linie, muss ich ehrlich sagen, wir sind gerade aufgestiegen. Wir wollen erstmal einen Klassenerhalt schaffen, das ist immer A und O. Klar, ich bin schon sogar fest überzeugt, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben und dass wir sehr wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, alles gut läuft, dass auch mal irgendwo da mit oben, vielleicht halt oben, irgendwo im Mittelfeld oder so, mitspielen können.